Die Ästhetik S ist ein weiterer Beitrag unserer Skulpturenreihe. Wir machen ja unter dem Label Mercedes-Benz Aesthetics eben nicht nur Design, sondern eben auch Artwork, Kunst sozusagen, weil wir sagen, Mercedes-Benz kann authentisch sein Design auch mehr Richtung Kunst entwickeln. Das ist einerseits eine ganz tolle Inspiration für unsere Designer und auf der anderen Seite eben eine neue künstlerische Art, Teile unserer Designphilosophie rüberzubringen und zu vermitteln, eben nicht an konkreten Autos. Alles, was wir machen, hat natürlich einen Sinn. Deshalb heißt die Skulptur auch Aesthetics S, weil sie natürlich eine künstlerische Auseinandersetzung ist mit dem Thema neue S-Klasse. Die Idee ist, dass im Prinzip diese ganze Historie der S-Klasse, der verschiedenen Modelle, werden ja hier in diese Skulptur hineinprojiziert. Das heißt, im Prinzip verschwimmt hier die Historie, die Vergangenheit mit einer Zukunft in Form eben dieses dreidimensionalen Reliefs und zeigt so, dass natürlich alle Geschichte aller S-Klassen auch in der neuen eben enthalten sein werden. Das ist das Tolle, dass wir im Prinzip hier Skulptur und Audio-Video-Art sozusagen miteinander kombinieren und somit eigentlich die Grenze zwischen dreidimensionalem und Projektion auflösen und die verschwimmen hier in ganz tollen Effekten. Und das ist das eigentlich neue Künstlerische an dieser Skulptur und das war eigentlich relativ schwierig eigentlich umzusetzen, aber es hat wirklich toll geklappt.